Hey, und da sind wir wieder hier auf Versuch D. Ich bin's, der Molotow, und wir spielen immer noch Quid 2. Ja, wir haben jetzt die New Union und die Trans-American Pacers abgeschlossen. Promo gibt es nicht, Fahrzeug-Changes haben wir keine, Testfahrt könnten wir machen, aber wir, würde ich sagen, starten direkt, ohne große Pause, in die WSR. Bist du sicher? Ja, bin ich. Können ja nichts anderes machen. Zwei Autos, zwischen denen du wählen kannst. Oh. Eins für die kommenden Events. Ja, es ist mir schon klar, dass ich eins brauche. Ich glaube, ich werde definitiv... ich bleibe einfach bei dem Dodge hier. Challenger oder was war das? Weiß ich, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Achso. Den kann ich mir freischalten. Das ist cool. Du machst dir langsam einen Namen. Ein weiterer Sponsor ist an einer Zusammenarbeit mit dir. Ja, schön. Ach, wo sind die jetzt? Ah, hier. Renntechnik, aber... gewinne ein Rennevent. Komm, dann nehmen wir mal die hier. Wo werden die mir draufgepappt? Weiß ich gar nicht, sehe ich gar nicht. Ach doch, da. Und wir haben jetzt eine WSR auf Kleber drauf. Das heißt, wir werden jetzt offiziell am... Heute ist der Tag, den ich schon seit langem geplant habe. Rennevent teilnehmen. Endlich findet das erste offizielle Event der World Series Racing statt. Machen wir es für die Fans in Chicago zu einem denkwürdigen Ereignis. Ja, gut. Ziele? Ja, ja, passt schon. Nichts Neues. Dann wollen wir mal... Die Routes ändern sich dynamisch. Du musst immer aufmerksam bleiben. Was? Da jederzeit neue Abzweigungen geöffnet werden können. Hier kannst du dein Improvisationstalent unter Beweis stellen. Oh Gott. Ja, na dann mal los. Das ist jetzt also so ein... wie nennt sich das? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie sich das jetzt nennt. Rennserie, steht es irgendwo? Nee. Live Route. Genau. Oh, jetzt kommen wir natürlich hier überlegen, welchen wir nehmen wollen. Wir nehmen definitiv einen Dodge. Und los geht's. Ah, die Farbe hätte ich noch ändern können. Naja, was soll's. Beim nächsten Mal. Das ist das Angesprochene von mir. Live Route, das heißt, die Strecke ändert sich permanent. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Hab's selber noch nie getestet, wir werden sehen. Wir spielen wieder in Chicago, glaube ich. Ist das? Ja. Die Route ist nicht festgelegt. Streckenkenntnis hilft dir also nicht weiter. Du musst vorausdenken, oh Gott, auf Routenänderung vorbereitet sein. Okay. Keine Runde wird wie die andere sein. Ich bin gespannt. Jede Menge Zuschauer sind gekommen. Zeig ein gutes Rennen und gewinn ein paar neue Fans. Ja. Ja, die Map unten gibt's natürlich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich auch prima. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe keinen Plan, wo ich hier hin muss. Das ist ja noch alles easy. Lasst mich mal vorbei. Ich muss durch. Ich bin Arzt und so. Wisst ihr Bescheid. Gab es einen kleinen Crash, aber ist alles noch ganz cool. Gebt mal ein bisschen Gas hier. Na Leute, braucht auch ein bisschen Klebeband. Na gut, zu spät. Deine Heckschürze ist dann auch schon weg. Oh, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Das war ein bisschen sehr... dumm. Und bei mir verabschieden sich auch gleich ein paar... Oh, meiner zieht schon wieder fleißig nach links. Das ist ungünstig. So früh am Rennen vor allen Dingen. Oh, das ist jetzt schon wieder zum Scheitern verurteilt. Oh Gott. Ey, wenn der einmal angebumst wird, dann ist hier wirklich Schicht im Schacht. Dann kann man die Autos nicht mehr lenken. Das, ich meine, das sieht jetzt vielleicht nicht so schlimm aus, aber man hat einfach keine vernünftige Kontrolle mehr. Das ist nicht so prickelnd. Und so wie es aussieht, na, mal schauen. Wenn wir jetzt wenigstens mal noch auf Platz 3 vorfahren, oh, könnten, wäre es schon prima. Sieht nicht so gut aus, Leute, sieht nicht so gut aus. Oh, da kommt ja gleich noch eine Kurve. Ey, das ist aber... Ja, und da ich nicht mehr rechts lenken kann, ist das echt super, solche Kurven dann. Na, links geht noch ganz gut. Der fährt ja von alleine schon nach links. Bricht dafür natürlich umso besser aus. Wenn ihr mal achtet auf da, wo eigentlich die Karte wäre, ist so ein roter Balken, das sagt... Das ist Platz 3. Ja, das zeigt an, wie weit man... Wow. Das zeigt an, wie weit man schon im Fortschritt ist. Und der erste ist ganz schön weit vorne. Da glaube ich nicht, dass ich da noch reinkomme. Wir müssen sehen. Boah, oh, das dauert. Die Lenkung. Nee.
Jetzt hat es irgendwas zerrupft. Ja. Ich weiß nicht, ich bin kurz davor, das nochmal abzubrechen. Weil das hier eigentlich schon keinen Sinn mehr macht. Ich meine, wir sind Platz 3. Ich glaube, wir lassen das erstmal auf Platz 3. Och, der lenkt nicht mehr. Das ist doch sinnlos. Jetzt kommt auch noch... Oh. Gut, du bist jetzt Dritter. Ja, ich versuche das hier mit Ach und Krach zu halten, die Position. Da habe ich mich am Anfang direkt auf zu viel eingelassen. Und das war schlecht. Dabei habe ich eigentlich die Zeit. Lenk hier mal rum. Boah. Hier, das ist unwahrscheinlich, wie der dann sofort ausbricht. Das ist nicht fahrbar. Weiß ich nicht, was wir da jetzt machen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich will den ersten Platz. Wir machen Neustart. Ich möchte unbedingt den ersten Platz haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir wollen ja 100%. Hey Kumpel, jetzt sind wir im Geschäft. Hast du dieses Publikum gesehen? Zeigen wir den Fans, was in der WSR Sache ist. Oh, hoffentlich fahre ich meine Bude jetzt nicht gleich wieder zu Schrott. Lass mich doch mal vorbei. Oh. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Am Anfang ist es aber auch heavy, ey. Die ganzen Autos vorbei muss hier. Eine Quali wäre halt prima. Schön weiter so. Ich gebe mein Bestes. Noch ist er ganz, der Hobel. So, hier bremsen wir auf jeden Fall mal mit an. Du bist Vierter. Ja, ich glaube, an dem Punkt war die Bude vorher schon Schrott. Da habe ich ein bisschen zu sehr gebremst, definitiv. Dafür bremse ich jetzt wahrscheinlich jetzt... Oh, doch, das sieht gut aus. Den holen wir auf jeden Fall. Dritter Platz ist kein Problem. So, jetzt kommt es drauf an. Wir haben noch über die halbe Rennlänge Zeit. Nein, der war jetzt wieder... zu krass, aber läuft noch. Auto fährt, verhält sich noch ganz ruhig. Das sind richtig fiese Kurven. So, da vorne ist der zweite. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Da ist sogar vielleicht der erste noch mit. Oh, jetzt fahre ich aber schon ein bisschen sehr vorsichtig, ne? Ja. Na, mal schauen. Die Kurve kennen wir. So, da haben wir aber wenigstens mal mehr oder weniger einen Drift hingelegt. Oh Gott. Es wird eng. Es wird eine enge Geschichte. Ich komme aber nicht wirklich souverän ran. Jetzt. Das sieht nicht schlecht aus, Leute. Das sieht nicht schlecht aus. Ich muss eigentlich jetzt... Alles oder nix, wa? So, alles oder nix. Den holen wir uns schon mal. Oh Gott. Ich krieg's nicht mehr, ja. Nein! Wo ist das Ziel? Weiß ich nicht. Wenn das da vorne das Ziel ist, dann... kotze ich ab. Alles oder nix! Scheiße. wir spulen mal zurück, würde ich behaupten. Ja, wir nehmen eine Rückblende. So. Wenn ich jetzt mit mehr Schwung... Nee, komme ich nicht, schaffe ich nicht. Ach, ärgerlich. Ach, schade. Zweiter Platz. Ich glaube, wir geben uns erstmal mit dem zweiten Platz zufrieden. Sonst machen wir den Nerven hier nicht mit. Oder wollen wir noch eine Runde probieren? Nee, will ich eigentlich nicht. Ach so, das ist ja auch egal. Es geht nach Punkten. Du liegst momentan auf Platz 2. Wir liegen auf Platz 2. Schönes Ding.
Na, da sehe ich schon, da war ich schlecht. Ich glaube, da habe ich einfach das falsche Auto gewählt. Vielleicht fahren wir das auch nochmal irgendwann. Ja, zweiter Platz ist aber auch miese Nummer. Aber wenn man nicht weiß, wo es hingeht, das ist echt krass, krass, krass. So, Version 2. Immer noch mit dieser Bude. Jede Menge Zuschauer, ich hätte doch ein anderes Auto nehmen sollen. Zeig ein gutes Rennen und gewinn ein paar neue Fans. Diese Muscle Cars sind dann doch nicht so das Gelbe vom Ei, habe ich so das Gefühl. Die fahren sich halt einfach zu schwammig. Na, mal schauen. Ich glaube, das ist noch alles gleich wie vorher auch, ja. Oh, der bremst vorsichtshalber mal. Ganz gute Idee eigentlich von ihm. Ja, und ich habe das Problem, ich war am Anfang nicht... Ja. Ich war am Anfang zu vorsichtig, glaube ich. Und wenn man überlegt, das ist diese eine verdammte Kurve, da hat nicht mehr viel gefehlt. Na, da hat sich das Feld natürlich zu weit auseinandergezogen. Logisch. Jetzt hier, komm. Nehmen wir gleich beide. Nein, schaffen wir nicht. Aber den. Wow. Alter, bremst mich doch mal nicht aus. Gut, du bist jetzt Dritter. Ja. Das Schöne ist, ich bin jetzt schon Dritter und sehe die Heinz Günther da vorne. Das ist ein klarer Vorteil im Gegensatz zu vorher. Aber die halbe Strecke ist auch schon wieder vorbei. Das heißt, wir haben hier definitiv nicht so viel Zeit. Und dann auch noch solche Kurven hier reingebaut, ey. Und da habe ich halt definitiv den Nachteil mit dem Auto. Der ist für sowas eigentlich nicht geeignet. Der macht schon sein... Also speedtechnisch ist er, glaube ich, ganz gut sogar. Versuchen wir mal außen vorbeizugehen. Das hat ganz gut geklappt. Aua. Ja, ist okay, ist okay. Wenn ich jetzt wieder zweiter werde, drehe ich durch. Erster muss jetzt hier sitzen. Ach man, ich komme einfach nie an den ersten ran. Oder, oder, oder? Das... Oh, da habe ich ihn abgeschossen. Da habe ich ihn abgeschossen. Ich drehe durch. Komm, 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 komm. Oh Gott, die sind nah dran. Sehr gut. Das ist eine neue persönliche Bestzeit. Oh ne. Sind wir damit jetzt auf Platz 1 insgesamt? Oh ja, der erste Gesamtsieg ja, ist im Sack. Oh. Das war sehr beeindruckend. 2 Punkte Vorsprung. Ein Event müsste theoretisch noch kommen und da habe ich auch meinen Kollegen wieder eingesteckt, je nachdem. Und geht jetzt direkt weiter? Nein, oder warst du schon? Ich weiß es gar nicht. Errungenschaft freigeschaltet wie im Flug, ohne Moos nichts los. Ach so, das war ein Rennen aus 2 Teilen, stimmt ja. Und da gibt es schon wieder einiges an Fans. Ja, doch, wow, da gibt es sogar ziemlich viele Fans. Sehr schön. Zoop. Gut gemacht. Wenn du das in die nächste WSR-Serie übertragen kannst, ja, liegt eine großartige Saison vor dir. Ah ja. Ja, super. Da haben wir dann doch noch irgendwie mehr oder weniger geschafft und ich glaube, ich muss nichts mehr zu sagen. Jeder kennt diesen Ton mittlerweile, der hier immer zuguckt regelmäßig. Wir sind leider schon wieder am Ende. Und mir bleibt wie immer nur eins zu sagen, immer schön Hasukte schauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Quit 2. Ciao, ciao.